Willkommen zurück zu Overwatch Beta. Heute geht es um Symmetra. Symmetra ist eine Art Magierin. Sie kanalisiert gerne irgendwelche Kräfte. Und na, das sehen wir ja dann noch ausführlicher. Das ist jetzt der normale Standard-Skin. Dann haben wir Hyacinth, Kardamom, Safran und Technomantin. Majestätisch. Utopaia. Auch stylisch. Architech. Viscar. Devi. Nicht schlecht. Und Göttin. Ja, die ist mir zu grün angelaufen. Also, das wäre jetzt hier mein Favorit. So, die Emotes. Da haben wir fließende Bewegung. Klatschen. Und unbedeutend. Die Siegerposen. Balance. Lichtkreation. Und tanzend. Die Sprüche. Solch begrenzte Vorstellungskraft. Alles verläuft nach Plan. Beeindruckend. Exquisit. Ich denke nicht. Ich werde dir zeigen, wo dein Platz ist. Perfekte Harmonie. Punkt genau. Warum fügst du dich nicht einfach? Wie garstig. Willkommen in meiner Realität. So, dann haben wir natürlich noch die Sprays. Die dürfen ja nicht fehlen, ne? So. Und natürlich die Highlight-Endros. Da haben wir einmal Lichtspiele. Ja, leicht verspielt die Dame. Ordnung muss sein. Und Tanz. Aber ein kurzer Tanz. Aber immerhin, es ist eine. So, zu den Fähigkeiten. Die ultimative Fähigkeit ist der Teleporter. Platziert einen Teleporter, der die gegenwärtige Position mit dem Startbereich verbindet. Teleporter online. Ich habe den Pfad geöffnet. Photonenschild. Verleiht einem Verbündeten ein Schild. Selbstschussanlage. Platziert ein kleines Energiegeschütz, das Gegnern Schaden zufügt und sie verlangsamt. Teile habe ich selbst schon mal ausprobiert, also die sind richtig platziert äußerst mächtig. So, Photonenprojektor. Strahlenwaffe mit kurzer Reichweite, aber steigender Intensität.
Also mit dem Ding kam ich gar nicht klar. So, gedrückt halten zum Aufladen. Loslassen, um eine Energiekugel abzufeuern. Durchdringt anscheinend das Schild. Okay. So, dann probieren wir das Ganze auch mal direkt aus. Jetzt 14 Sekunden Wartezeit schon. Gut, wenn ich auf die Uhrzeit schaue, wundert es mich jetzt nicht unbedingt. Beziehen Sie Verteidigungsstellung. So, hier haben wir sie. Dann legen wir auch direkt mal los. Der wahre Feind des Menschen ist das Chaos. Wir müssen also verteidigen, okay. Hey Leute! Hey, alles klar? Hey! Es geht! Der nervt ein bisschen, der Typ. Das wird doch ein Spaziergang für uns. So, verteidigen ist in dem Fall gut, weil jetzt kann ich direkt ein paar schöne Türmchen hier platzieren. Angreifer in 30 Sekunden. Ach nee, das ist ja das Teil, wo man da... Na gut. Sicherheitssystem wird eingerichtet. Ich habe nicht so viele Fähigkeiten, um mich da irgendwie einen ordentlich Damage loszuhauen. Ich werde meinem Pfad folgen. Aber jetzt können wir direkt da auch so einen Teleporter setzen. Was natürlich nur Sinn ergibt, wenn wir näher dran sind. Ich wollte noch ein Türmchen setzen. Na toll. Widowmaker hier. Ach, das gibt's doch nicht. Der Tod ist nur eine Illusion. Oh.
Feind gesichert. Ich bin wie sie. Ich hab da drauf gerotzt, was ging. Mehr kann ich auch nicht machen. Meine Arbeit hier ist noch nicht getan. Sieht nicht besonders gut immer noch aus. Viel zu tun. Огонь по готовности. Die Macht nähert sich ihrem Ziel. Das Licht schützt dich. Jetzt können wir das Ding ein bisschen zurückfahren. Selbstschutzanlage eingerichtet. Licht werde Materie. Schild aktiviert. So, überall mal Schild draufhauen, soweit es möglich ist. Sicherheitssystem platziert. Vor mir kann sich nur verstecken. Schild. Seht, was unsichtbar ist. Alle herkommen und heilen. Alle zerstört.
Gott. Nein, 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 nein. Das Licht ist sichtbar. Selbstschussanlage bereit. Vor mir kann sich niemand verstecken. Ich hab 2 Minuten noch. Eine Setzen. Sicherheitssystem platziert. Ach, jetzt hat sie mich doch wieder erwischt. Noch 30 Sekunden. Der Tod ist nur eine Illusion. Das könnte aber für einen Sieg noch reichen. Na, Gott sei Dank. Noch ein Sieg eingefahren. Highlight des Spiels. Ryo, Wagatse Kyokurai! Ich bin auf jeden Fall hier mit dabei. Kills mit Selbstschussanlagen. Drei Votes habe ich nur bekommen. Schade. Nice. So, das war Symmetra. Im nächsten Video schauen wir uns dann Torbjörn an. Bis dann. Ciao.